Guten Abend. Ich begrüße Sie zur ersten virtuellen Übertragung der Montagsdemo gegen Stuttgart 21 im neuen Jahr. In der nunmehr 594. Auflage. Aufgrund der unklaren Entwicklung der Corona-Pandemie werden auf jeden Fall auch die nächsten beiden Demos nur virtuell auf Obenbleiben TV stattfinden. Heute mit Ihnen und Ihren Grußbotschaften aus Stadt und Land Peter Grohmann, heute sicher wieder vom Sofa, und dem Richter am Landgericht AD Dieter Reicherter, der sich heute fragt, wo bleibt mein Schmiergeld? Sie dürfen gerne das Konto von Umkehrbar e.V. etwas schmieren und damit die Gegenöffentlichkeit zur Projektpropaganda von Stuttgart 21, Bahnhofshalbierern, dauerhaft unterstützen. Zu dem Thema hat auch der Rätselonkel auf der Parkschützerseite mit Rätsel 4016 eine nette Idee gehabt. Vielen Dank dafür und natürlich auch für Ihre Spenden. Da ist den Macherinnen der Tage der offenen Baustelle von Stuttgart 21 sicher ein Stein vom Herzen gefallen, als sie letzte Woche die Veranstaltung, die sonst Anfang Januar hätte stattfinden sollen, Corona-bedingt absagen durften. So müssen Sie sich keine unbequemen Fragen stellen lassen und können weiterhin in den Stuttgarter Printmedien Ihre in Anführungszeichen Erfolgsmeldungen verbreiten lassen. Die Besucher könnten ja auf die Idee kommen und die Frage stellen, warum? Warum ist eigentlich noch eine Baustellenführung ist? Schließlich wurde vor 4 Jahren den Besuchern doch versprochen, die Eröffnung ist 2021. Warum die Stuttgarter Feuerwehr einen alljährlichen Abermillionenaufwand an Personal und Technik für den Brandschutz von S21 einplanen muss? Warum die Gäubahn nicht mehr über die Panoramastrecke geführt werden soll und stattdessen über einen neu geplanten Tunnel am Flughafen vorbei ohne Halt in Böblingen und Singen geführt wird? Verbunden auch mit der Folge, dass es keine Ausweichmöglichkeiten mehr für die S-Bahn bei den wöchentlich auftretenden Sperrungen der Stammstrecke gibt. Ein weiterer Tunnel Richtung Norden soll gebaut werden. Der Abstellbahnhof in der Türke darf gebaut werden, obwohl die entstehende Lärmbelastung nicht geklärt ist und es an Habitaten für die umzusiedelnden Zauneidechsen fehlt. Die Landesregierung einen zusätzlichen unterirdischen 6-gleisigen Kopfbahnhof zur Kapazitätserweiterung von S21 im Koalitionsvertrag vereinbart hat. Der von der Landesregierung in der Volksabstimmung angegebene Finanzierungsrahmen um das mindestens 3-fache überschritten wird. Fragen, um die sich die Projektbetreiber gerne herumdrücken, weil sie darauf keine Antwort haben. Dann gebe ich sie Ihnen halt. Stuttgart 21 ist kein Projekt, das aus der Erwägung, den Bahnverkehr zu verbessern, entstanden ist, sondern ein Programm zur Zuführung von freien Flächen im Kessel an die Baumafia und darüber hinaus zur Legitimierung des Ausbaus des Stuttgarter Flughafens. Bahntechnische Belange haben sich dem unterzuordnen und sind von der Allgemeinheit in unbegrenzter Höhe zu bezahlen. Und da geht es um richtig viel Geld. Davon wird uns nun Dieter Reicherter berichten. Wo bleibt mein Schmiergeld? Liebe Freundinnen und Freunde, gerade erst hat das neue Jahr angefangen und schon bin ich auf der virtuellen Bühne der Montagsdemo. Es freut mich ungemein. Zunächst möchte ich euch noch zum neuen Jahr alles Gute wünschen, natürlich vor allem Gesundheit. Gleichzeitig möchte ich unseren Mitstreiterinnen und Mitstreitern für den tollen Einsatz im vergangenen Jahr recht herzlich danken, allen voran unserer Mahnwache. Mein persönlicher Wunsch ist, dass wir uns recht bald wieder auf der Straße sehen können, denn euch persönlich zu treffen ist nochmal etwas ganz anderes, als eine Botschaft über das Internet zu verbreiten. Kurz gesagt, ihr fehlt mir. Die heute angesprochenen Themen Korruption und Überflutungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Aufklärung muss weitergehen.
Zum Stichwort Korruption fiel mir spontan das Lied von Die Doofen ein. Mief, in Klammer, nimm ich jetzt, auch wenn ich stinke. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute die Schlagertitel, weil ich leider nicht die Capella Arabella dabei habe, um die einzuspielen. Der preisgekrönte Wirtschaftsjournalist Olaf Storbeck, der maßgeblich an der Aufdeckung des Wirecard-Skandals beteiligt war, ist bei seinen Recherchen auf Stuttgart 21 gestoßen. Mit seinen bisherigen Veröffentlichungen in der Financial Times über den Verdacht von Korruption und Missmanagement bei der DB-Projekt Stuttgart-Ulm GmbH, kurz PSU genannt, hat er erst einen Zipfel des Wirtschaftskrimis erwischt. Ich hoffe, er bleibt am großen Thema dran und will ihm zurufen, Junge, komm bald wieder. Mit Freddy zusammen. Denn der Geruch der Korruption zieht sich von der Erfindung des Projekts S21 bis zur jüngsten Vereinbarung zwischen Stadt und Bahn. Die Gigantomanie sorgt für sprudelnde Einnahmen der Bauwirtschaft, auch durch Immobilienspekulationen und den Bau eines neuen Stadtviertels. In einem Geheimvertrag hat die Stadt soeben die Bahn von immensen Risiken bei der Sanierung des verseuchten Bodens befreit. Dazu wurden der Bahn noch etliche Millionchen an erlassenen Zinsen in den Hintern geschoben. Und alles nur, damit sich einige schneller beim Bau des Rosensteinquartiers eine goldene Nase verdienen können. Dieses Handeln erinnert mich sehr an die Bürgermeister und Kämmerer, die wegen finanzieller Spekulationen im Knast landeten. Doch nun zu dem, was Olaf Storbeck bisher mit Hilfe von Informanten und Originalunterlagen recherchiert und veröffentlicht hat. Die PSU ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn AG. Sie wickelt die Projekte Stuttgart 21 und Neubaustrecke Wendlingen-Ulm ab. Es geht also um Auftragsvergaben von etlichen Milliarden. Nach dem Bericht der Financial Times haben sich zwei Angestellte der PSU Ende 2015 an die Compliance-Abteilung der Bahn gewandt und über den Verdacht von Korruption leitender Angestellter bei der Vergabe von Aufträgen berichtet. Dazu wurde eine Aufstellung über unsaubere Geschäfte erstellt mit einem Schaden von etwa 600 Millionen Euro. Erwähnt ist zum Beispiel ein einzelner Auftrag, der für 2,5 Millionen Euro vergeben werden sollte, obwohl es eine einfache technische Lösung zum Preis von nur 30.000 Euro gab. Theoretisch ist es so geregelt, dass Bahnmitarbeiter auf direktem Weg der Compliance-Abteilung Hinweise auf Unregelmäßigkeiten geben können. Diese Abteilung ermittelt dann und sorgt für Konsequenzen, wenn sich der Verdacht bestätigt. Damit die Hinweisgeber keine Nachteile an ihrer Arbeitsstelle befürchten müssen, wird ihre Identität dem Vorgesetzten nicht mitgeteilt. Trotzdem seien aber die beiden Mitarbeiter der PSU bekannt geworden und von dieser dann unter Druck gesetzt worden. Einer Mitarbeiter sei dann mehrfach mit fadenscheinigen Gründen gekündigt worden, was beim Arbeitsgericht jeweils keinen Bestand hatte. Schließlich sei aber das Arbeitsverhältnis wegen Zerrüttung aufgelöst worden. Der zweite Hinweisgeber habe aus Angst seine Zusammenarbeit mit der Compliance-Abteilung beendet. Bei diesen Vorwürfen spielt auch eine Kreuzungsvereinbarung mit der Stuttgarter Straßenbahnen AG eine Rolle. Zwischen der PSU und der SSB wurde genau die Kostenverteilung der nötigen Verlegung von Stadtbahnstrecken und Haltestellen festgelegt. Die PSU habe aber Rechnungen mit überhöhten Preisen der SSB nicht vorgelegt, weil diese sonst aufgefallen wären. Zusätzlich hat der Journalist Jürgen Lessert aufgrund eigener Recherchen
in der Taz einen Bericht mit weiteren Einzelheiten veröffentlicht. Demnach sei es auch dazu gekommen, dass für S21 erforderliche Arbeiten betrügerisch nicht den Projektkosten zugeordnet wurden, um zum Schaden der Steuerzahler unberechtigt Fördermittel zu bekommen. Der Druck auf die Informanten hat die Aufklärung vereitelt und dazu geführt, dass die Compliance-Abteilung die Vorwürfe für unberechtigt erklärte. Es sei jedoch versäumt worden, den möglicherweise der Bahn entstandenen Schaden von 600 Millionen Euro den Wirtschaftsprüfern mitzuteilen. Deshalb sei dieses Risiko entgegen den Vorschriften des Handelsrechts nicht in die Jahresabschlussbilanz der Deutschen Bahn AG aufgenommen worden. Nach den Veröffentlichungen haben Land und Bund von der Bahn Aufklärung verlangt. Ich wette, Ihr Feuereifer ist schon wieder erloschen. Vergangen, vergessen, vorüber, sang schon Rudi Quinn. Selbstverständlich kann man die Vorwürfe aber optimistisch sehen und sich freuen, dass die Wirtschaft durch überhöhte Ausgaben und unnötige Arbeiten angekurbelt wurde. Wie schon Geier Sturzflug sagen, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Fast würde ich jetzt singen, aber ich halte einfach mal die CD in die Kamera. Falls die Berichte stimmen, hat die PSU viel für die Konjunktur getan und bestimmt nur mittelständische Unternehmen und keine großen Baukonzerne beauftragt. Selbstverständlich hat sie nur Firmen bedacht, die am besten und am sichersten arbeiten. Und zwar auch dann, wenn ein Unternehmen mit Toni Marshall aufforderte, komm, gib mir deine Hand. Denn wie sagte schon der ehemalige Bahnchef Grube, Cash in the Tash is the name of the game. Ein toller Spruch. Wir haben durch die Kampagne für The Land gelernt, dass sogar mit Quatsch der Werbezweck erreicht wird. Durch unsere ständige Auseinandersetzung mit dem Projekt Stuttgart 21 steigern wir sogar ohne Quatsch dessen Bekanntheit. Wir machen sozusagen kostenlose Werbung durch die Aufdeckung der Schwächen, wie zum Beispiel der mangelhaften Leistungsfähigkeit. Deswegen freut sich auch die Baumafia über weitere Aufträge durch Ergänzungsprojekte. Daher steht uns endlich auch ein Anteil am Kuchen zu. Es ist nur logisch, dass da ein hübsches Sümmchen für uns zusammenkommen muss. Wenn denjenigen, die an unserer Arbeit verdienen, die Bezeichnung Schmiergeld zu schmierig vorkommt, könnte man ja von einer Bonuszahlung reden. Hauptsache der Cash kommt bei uns an und füllt die Kasse von Umkehrbar e.V., damit unsere Demos weiter finanziert werden können. Mit der Frage, wo mein Schmiergeld bleibt, habe ich mich selbst zum Ansprechpartner für die Schmierfinken erklärt. Ich werde das Geld aber sofort an Umkehrbar e.V. weiterleiten. Solltet ihr jetzt trotz meiner Ausführungen nicht überzeugt sein, dass der Cash tatsächlich bei mir eingeht, wird nichts anderes übrig bleiben, als dass ihr selbst kräftig spendet an das unten eingeblendete Konto von Umkehrbar e.V. Dafür schon mal herzlichen Dank. So, das war der erste Teil unter dem Stichwort Korruption. Ich freue mich jetzt sehr, auch nach dem musikalischen Hinweisen, dass wir jetzt unsere Ulmer Haus- und Hofkapelle des Widerstands hören und sehen können, nämlich unsere Festtagsmusik. Viel Vergnügen, viel Spaß dabei. Ja, hallo miteinander. Hier haben wir die Festtagsmusik aus Blaubeuren, direkt vor dem fröhlichen Nix. Und da haben wir den Hasi, die Waltraut, unser Festl, der mit der schönen Mütze, und da oben die Marion. Und da unten der Stachs. Jetzt steckt die Revolte schon wieder im Stau. Oh, ich fall gleich runter. Oben bleiben. Ja.
lang nur Pause lag im Bett herum, heute will er immer mit dabei sein auf Schritt und Tritt. Wenn er nur still bei mir wäre, wär's mir vielleicht eine Ehre, Ehre. Doch er mischt sich ständig ein und das oft übel und gemein. Der Kobold, der Kobold, der Kobold, immer mit dabei. Der Kobold, der Kobold, der Kobold hat uns frei. Der, den ihr kennt, der Kobold hat das Regiment längst schon übernommen. Sing ich einen neuen Song, dann trifft der Kobold nie den Ton. Singt aber immer laut, als mit behauptet steif und fest. Nur so wird das ein Hit. Der Kobold, immer mit dabei. Der Kobold. Der Kobold hat uns frei. Ich bin gar nicht der, den ihr kennt. Der Kobold hat das Regiment längst schon übernommen. Wenn ich mal die Wohnung putz, verteilt er fleißig neuen Schmutz. Will ich das Chaos lichten, tut er es grad verdichten. Vergiss es. Am Straßenrand allein haut einer auf ihn ein. Den Flüchtling. Der Typ ist groß und schwer und keiner traut sich her zum Flüchtling. Zum Flüchtling. Keiner traut sich was zu sagen und es sieht nicht gut aus für den Flüchtling. Nur der Kobold kreischt mit lautem Ton, verpiss dich endlich, Hundesohn. Verpiss dich endlich, du Hundesohn. Wir hatten Glück, mir ist noch schlecht, der Typ verschwand und manchmal hat mein Kobold einfach recht. Mein Kobold, immer mit dabei. Mein Kobold, der macht die Hitze frei. Mein Kobold macht jetzt ein Solo.
Das war doch toll. Jetzt wieder vielen, vielen Dank an unsere Hauskapelle, sage ich ja immer, Haus- und Hofkapelle heißt, an unsere Festtagsmusik. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Am liebsten natürlich auf der Bühne am Schlossplatz. Vielen Dank. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Teil und der ist nicht weniger spannend und fängt gleich wieder mit einem Musiktitel an, und zwar mit dem Erfolgstitel von Dalida, Am Tag, als der Regen kam. Ich habe jetzt mal eine Single mitgebracht, sieht man nicht so sehr viel, aber es war ein großer Hit. Wir haben im vergangenen Jahr Starkregen mit katastrophalen Auswirkungen der menschengemachten Erderhitzung erlebt. Gegen S21 als Klimakiller haben jüngst mutige Aktivisten ganz spektakulär demonstriert. Schon immer wurde seitens unserer Ingenieure 22 darauf hingewiesen, dass die projektbedingten Veränderungen am Stuttgarter Abwasserkanalsystem und der Bau des Tiefbahnhofs quer zur Abflussrichtung der Wasserfluten die Überschwemmungsgefahr vergrößern, ist ja auch logisch. Und schon immer haben Stadtverwaltung und Projektverantwortliche das ganz energisch bestritten. Mir liegt die Antwort auf eine Gemeinderatsanfrage der Fraktionsgemeinschaft SOS Linke Plus aus dem Jahr 2018 vor, in welcher die Stadtverwaltung die Gefahren abschwächt und behauptet, man sei tatsächlich für alles gerüstet. Wörtliches Zitat: Die Leistungsfähigkeit des städtischen Entwässerungsnetzes wird durch das Projekt Stuttgart 21 nicht reduziert. Im Juni und Juli 2021 gab es in Stuttgart, unter anderem in der Schillerstraße, mehrmals bei Starkregen Überflutungen. Dramatisch waren die Bilder, wie die Wasserfluten in die Unterführung am Charlottenplatz und in die Klettpassage hinunterstürzten. Die Verantwortlichen und die lokalen Medien wussten natürlich sofort, dass ein verstopfter Gully in der Schillerstraße an allem schuld war. Weil wir das nicht so recht nachvollziehen konnten, habe ich in Absprache mit den Ingenieuren 22 Akteneinsichtsgesuche bei der Stadt Stuttgart gestellt. Es kam dann zu mehreren Gesprächen beim Tiefbauamt. Wir erhielten eine ganze Menge Unterlagen und Informationen. Der Austausch mit Mitarbeitern des Tiefbauamts läuft noch und ich will ausdrücklich deren Unterstützung lobend hier erwähnen. Vielen Dank. Die Ergebnisse der Akteneinsicht und der Gespräche sind sehr beachtlich. Nicht nur wurde jetzt eingeräumt, dass durch die Veränderungen am Abwasserkanalsystem, insbesondere im Zusammenhang mit dem Nesenbach-Düker und dem Düker Hauptsammler West, Nachteile vor allem für die Anlieger in der Lautenschlagerstraße eintreten. Nun sei es Sache der dortigen Grundstückseigentümer, die Untergeschosse durch Rückschlagklappen und Ähnliches gegen aufgestautes Abwasser abzusichern. Überdies bestätigte sich nun auch ausdrücklich die Gefahr, dass der aus der Erde ragende Tiefbahnhof einen Riegel für den Abfluss eines Hochwassers bildet und sogar zur Staumauer wird. Bei einem extremen Starkregen, der jetzt viel häufiger auftritt als in früheren Jahrhunderten, hätte dies eine Überflutung des gesamten Stuttgarter Stadtzentrums zur Folge. Das muss man sich mal vorstellen. Wer nun glaubt, es gäbe Simulationen und Berechnungen für diese Fälle, der täuscht sich allerdings. Das soll noch Jahre dauern, zumal bislang die durch S21 im Kanalsystem veranlassten Änderungen im entsprechenden Programm noch gar nicht berücksichtigt sind. In seinem Bericht aufgrund der jetzt vom Tiefbauamt freigegebenen Informationen kommt Wolfgang Krohe, Diplom-Ingenieur für Abwassertechnik und Anlagenbau, zum Ergebnis, dass ohne die Veränderungen wegen S21 die Überflutungshöhe erst bei dem Fünffachen
der Wassermenge erreicht wird, die mit S21 schon die Überflutung auslöst. Wenn man allerdings hofft, die jetzigen Eingeständnisse und Erkenntnisse würden für ein Innehalten und eine erneute Prüfung sorgen, hat man sich leider getäuscht. Dazu komme ich zurück auf den ersten Teil meiner Ausführungen. Je mehr im Stadtzentrum absäuft, umso besser für die Wirtschaft und insbesondere für die Bauwirtschaft. Denn dann kann man lustig neu bauen und richtig, richtig Geld verdienen. Übrigens scheint jetzt auch die Ursache für die Überflutungen in der Schillerstraße gefunden. Im Zuge der Arbeiten für die Stadtbahnverlegung wurde der Abwasserkanal unter der Schillerstraße unterbrochen und das Wasser wird nun über eine Pumpstation in die S21-Baugrube abgepumpt. Offenbar, so der Befund unserer Ingenieure, war bei den Starkregen diese Pumpe überlastet. Diese Pumpe wird von einer Baufirma betrieben übrigens. Tatsächlich werden auch die von der Bahn gebauten Düker immer noch von der PSU betrieben. Da stellt man sich schon die Frage nach der Verantwortung der Stadt für ein funktionierendes Abwassersystem. Nicht unerwähnt lassen will ich die Bebauung des Rosenstein-Areals. Diese Pläne sind schlichtweg von vorgestern und nicht mehr umsetzbar. Jede Bodenversiegelung, auch durch unterirdische Bauten, steigert die Überflutungsgefahr, weil das Wasser nicht mehr versickern kann. Dazu macht die Bebauung eine nochmalige Verlegung des Abwasserkanals entlang des Gleisvorfeldes erforderlich. Selbstverständlich bringen die Abwässer des neu entstehenden Stadtviertels zusätzliche Belastungen für das Abwassersystem. Erstaunlich, dass ausgerechnet die Grünen die Bebauung des Rosensteins mittragen und fördern. Sie haben sich in den Zug der Lemminge eingereiht und werden mit ihnen ins Verderben stürzen. Sollte es irgendwann zu Überflutungen kommen, so werde ich Ihnen mit dem Lied von Costa Cordalis Trost spenden. Hier haben wir ihn. Steig in das Boot heute Nacht, Annalena. Liebe Freundinnen und Freunde, wer jetzt immer noch nicht genug hat von Schlagertiteln und von aktuellen Entwicklungen bei der Diskussion um Stuttgart 21, dem verspreche ich eine baldige Fortsetzung. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Passt schön auf euch auf und natürlich bleibt oben. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Dieter. Und weil du letztes Jahr so unaufhörlich in Sachen Studie 21 unterwegs warst und dabei sogar einen dir eigentlich wichtigen Termin verpasst hast, nämlich in Köln die Andy Warhol-Ausstellung zu besichtigen, habe ich das für dich ein kleines bisschen nachgeholt und habe dir dieses schöne Buch besorgt. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen und es entschädigt dich ein bisschen. Toll. Für die ausgefallene Ausstellung. Ja, vielen Dank. Ich bin überwältigt. Bitte, bitte. Das ist ja fast noch besser als die Ausstellung. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Vielen Dank auch an die Festtagsmusik aus Ulm für ihren Beitrag. Und wenn wir schon mal gerade in Ulm sind, am 12.12. mit dem Fahrplanwechsel wurde auch die elektrifizierte Südbahn nach Friedrichshafen in Betrieb genommen. Schön, jetzt entfällt ja der Lokwechsel auf Stinkediesel und wir sparen 15 Minuten Fahrzeit. Pustekuchen, der Altaufenthalt ist geblieben. Vielen Dank, liebe Bahn. Statt in Mexiko mit dem Projekt Tren Maya gegen den Willen der indigenen Bevölkerung eine Trasse der 11 Millionen Bäume im Regenwald zum Opfer zu fallen zu bauen, sollte die Bahn besser für die einheimischen Bahnfahrer die eingleisigen Strecken in The Land ausbauen. Diese treffende Postkarte gibt es an der Mahnwache und im Netz gibt es eine Petition gegen das menschenunwürdige Projekt Tren Maya. Nun kommen wir zum Ende. Freuen Sie sich auf Peter Grohmann und die Grüße. Tschüss, bis zum nächsten Montag. Bleiben Sie gesund und oben.
bewahre den Brief. Der Bürgerbrief und Ihnen allen ein recht gutes neues Jahr. Oben bleiben. Das ganze Jahr über uns, nächste auch nieder. 22, 23, 24. Wir lassen nicht nach. Und diesmal geht es ja, ich sage Ihnen, es geht ja diesmal, es geht um Hochwasser, da ist das Ahrtal gar nichts dagegen, was wir hier in Stuttgart haben an Korruption. Ganze Flüsse, der Nesenbach ist schon über. Sie glauben doch nicht etwa, dass Sie da Italiener, ja, ich sage natürlich, ich kann ja leider keine Einzelheiten geben, aber Korruption und Hochwasser, das gehört alles zusammen. Fragen Sie Reichert, das werden Sie sehen. Und ansonsten, aber hallo! Offer the station! Oben bleiben! Dreimal zum Einspielen. Ja. Drei. Eins, zwei, drei, vier. Man weiß es leider nicht genauer. Es lag ein Herr in einer Sommernacht. Auf einem Parkplatz auf der Lauer und ein Kuvert, das hat er mitgebracht. Man reicht den Umschlag in den Wagen, die Herzen schlagen, der Handel ist perfekt. Durch eine großzügige Spende kriegt man am Ende fast jedes Großprojekt. Plötzlich lacht der Herr Minister, denn er kennt dieses Geknister und er hat auf seinen Lippen eine kleine Melodie. Tango Corrupti, wenn einer draufkommt und den Putti, nimmst du dir einfach einen an, weil der was kann, hat und bis spuddiwupp darf. Und auch wenn die Steuerfahndung stöbert, es gibt nichts, was den lukriert. Denn alles, was wir haben, das haben wir sowieso schon aufbewahrt. Es sprach ein fetter Wirtschaftsbonze, schauen Sie das Ganze, mein lieber Staatsanwalt. War doch nur eine Bagatelle, so auf die Schnelle, ein paar Millionen halt. Ich habe Geld wie Würfelzucker, Sie bleiben ein Schlucker mit Ihrem Staatsgehalt. Sie sollten sich einmal was leisten, so wie die meisten, vielleicht am Porsche-Ball. Dafür verschwinden ein paar Akten, auch die Fotos miteinander, und dann singen wir gemeinsam eine kleine Melodie. Tango Corrupti, wenn einer draufkommt und den Putti, nimmst du dir einfach einen an, weil der was kann, all und bis schwuppdiwupp darf. Und auch wenn die Steuerfahndung stöbert, es gibt nichts, was den Blut und Hebe, denn alles, was wir haben, das haben wir so, wieso schon aufbahn.